Vor unsagbar langer Zeit, da lag auf dem Grund des Rheines, dort, wo er am tiefsten und kältesten ist, das Rheingold. Ein riesiger Goldschatz. Das Rheingold ist eine große Menge von Zaubergold, Klumpen und Ketten und Goldstücke. Und es liegt seit Urzeiten auf dem Grund des Flusses. Es gehört dorthin. Und nur manchmal fallen ein paar Sonnenstrahlen durch die Wellen hinab bis auf den dunklen Sand. Und dann schimmert und glitzert das Gold so sehr, dass man es oben vom Ufer aus sehen kann. Aber der Schatz liegt nicht nur einfach so im Wasser. Er wird streng bewacht von den drei Rheintöchtern. Also die Rheintöchter, das sind so Nixen und die wohnen unten aufgrund vom Rhein. Und die haben also alle so lange Haare und so eine glitzernde Flosse noch so. Die heißen Wilgunde, Flosshilde und noch weitere Namen. Und Woglinde. Sie hüten das Rheingold und singen dabei immer ein Lied. Wagala Vaya, Wagala, Wagala Vaya, weil im Rhein auch immer so die Wellen so runter und drauf und runter und drauf gehen. Auch Wagala Vaya, Wagala Vaya. Die Rheintöchter singen aber nicht nur von den Wellen, sondern auch von dem Fluch, der auf dem Rheingold liegt. Nur der kann sich das Gold nehmen, der schwört, dass er nie wieder jemanden lieb haben wird. Ich finde es sehr schlimm, wenn man nie wieder jemanden lieb haben will. Selbst wenn ich dafür zaubern kann. Derjenige aber, der aus dem Rheingold einen Ring schmiedet, erlangt eine unheimliche Macht. Der Ring, der hat Zauberkraft, dass man die ganze Welt beherrscht. Eines Tages kommt Alberich am Flussufer vorbei. Das ist die glatte, glitschige Klippe, die gleicht dich aus. Der Alberich, der ist ein böser Zwerg und ist eher so kleiner in die Richtung. Und es ist der Chef von den Nibelungen und der kommt aus Nibelsheim. Und der ist auch eigentlich ein bisschen dumm und dämlich auch. Bei dieser Geschichte, bei der Oper, da hört man auf jeden Fall bei jedem Stück, wer es ist, ob er lieb, ob er böse, ob er klein oder ob er groß ist. Das merkt man einfach wegen den Tönen. Und auch wenn es böse ist, dann ist es tief und dunkel. Und wenn es dunkel ist in der Geschichte, dann hört es sich auch richtig dunkel an. Alberich sieht das Gold durch die Wellen heraufglitzern und hört, was die Rheintöchter sagen. Er schwört, nie wieder zu lieben und stiehlt den entsetzten Nixen das Rheingold. Dann nimmt er den Schatz, steigt hinunter in sein düsteres Zwergenreich und zwingt dort den Schmied Mime, ihm aus dem Gold einen Ring zu schmieden. Und eine Tarnkappe, mit der man sich verwandeln kann. Nell mich zu wandeln, nach meinem Wunsch die Gestalt mir zu tauschen. Taubt der Himmel. Niemand sieht mich, wenn ihr mich sucht, doch überall bin ich, geborgen im Blick. Wer die Tarnkappe aufsetzt, der wird unsichtbar. Die da die dann aufsetzen und dann da die irgendwas klauen. Zu der Zeit, in der unsere Geschichte spielt, gibt es aber nicht nur Zwerge und Nixen. Es gibt auch Götter und einen Obergott. Also der Wotan, das ist der Chef von den Göttern. Und der Wotan, der hat einen Hut, einen Speer, eine Augenklappe und einen Mantel. Und wohnt halt im Himmel und haben auch eine Burg. Und die Burg heißt Walhall. Und die Riesen haben die gebaut. Die Riesen heißen Fafner und Fasold.
Und um die Burg zu bezahlen, brauchen die Götter Gold. Aber das Gold hat ihm nicht gereicht, denn der Gott, der, wie heißt der nochmal? Der Wotan hat nämlich erfahren, dass der Albrecht den Ring in die Tarnkappe hat. Und so stieg Wotan hinunter ins düstere Zwergenreich. Wie sind die Götter an das Rheingold gekommen? Wenn es Alberich hatte, konnten sie es nicht so einfach von Alberich nehmen. Er hatte nämlich sehr viel Macht. Sie mussten ihn austricksen, weil er hatte zwar sehr viel Macht, aber sein Gehirn war nicht so viel. Sie haben es so gemacht. Alberich hat sich in einen Drachen verwandelt. Und dann ist der Wotan, der oberste Gott, gekommen und hat gesagt, kannst du die in einen Frosch verwandeln? Dann hat er sie in einen Frosch verwandelt. Dann hat der Wotan ihm das Rheingold und den Ring weggenommen. Und das hat er dann die Riesen gegeben. Und so konnte er die Schulden für seine Burg an die Riesen bezahlen. Aber kaum haben die Riesen das Gold, die Tarnkappe und den Zauberring in Händen, beginnt der Fluch zu wirken. Und? Der eine hat den anderen erschlagen. Und da hat sich der noch überlebt hat, der Fafner, hat sich dann in einen Drachen verwandelt. Und damit er das Gold bewachen kann, das er bekommen hat, damit es auch keiner klaut. Und Fafner sieht als Drache wirklich scheußlich aus. Ganz groß, grün, mit großen Zähnen und riesen Flügeln. Fafner, der Drache, rollt sich also neben dem Rheingold zusammen und schläft ein. Die Götter aber freuen sich über die neue Burg Walhall und darüber, dass sie Alberich so schlau reingelegt haben. Nur die Rheintöchter klagen in traurigen Liedern darüber, dass ihnen, den Wächterinnen des Schatzes, das Rheingold gestohlen wurde.